dafür bist du so groß. Michi, spring. Ich springe, hier bin ich. Wir haben hier gerade richtig schöne Straßenmusik um die Ecke. Da müssen wir gleich mal noch genauer rausfinden, wer das macht. Wir sind heute in Bremen, bin ich unterwegs. Und zwar habe ich die wahrscheinlich beste Stadtführerin, die man in Bremen haben kann, dabei. Die Michaela Schaffrath. Hallo. Viel Spaß. Eigentlich eine ganze Woche einplanen sollen, weil diese wunderbare kleine Hansestadt kann ich dir eigentlich an einem Tag gar nicht zeigen. Also wir haben uns wirklich überlegt, was zeigen wir dir? Natürlich so ein bisschen die Hotspots hier, die absoluten Hotspots, aber Bremen hat natürlich darüber hinaus viel, viel mehr zu bieten. Das weiß ich aus einem ganz besonderen Grund, weil ich auch für das Stadtmagazin Bremen immer eine Kolumne schreibe, und zwar genau darüber, die Hotspots von Bremen, meine persönlichen Lieblings. Plätze. Da habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Platz, weil jeden Monat eine ganze Seite. Was soll ich sagen? Bremen ist eine wunderbare Hansestadt. Wir sind ja von Hamburg hierher gezogen, weil wir hier ein Alt-Bremer Häuschen geerbt haben. Natürlich habe ich mich in Hamburg auch sehr wohl gefühlt, aber ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl in unserem kleinen, wundervollen Häuschen mit meinem wundervollen Mann an meiner Seite. Habe ich Bremen sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen. Und das Tolle ist, Bremen hat uns auch sehr schnell ins Herz geschlossen. Wir gehen jetzt mal schön hier links rum, also beiden links, in die Böttcherstraße runter. Ja. Und zwar ist die Böttcherstraße ein architektonisches Wunderwerk, erbaut worden von Ludwig Roselius, dem auch Café Haag gehörte. Und die Böttcherstraße ist wirklich, wirst du sehen, ein Wunderwerk. Sehr viel Backstein wirst du da sehen. Und am Ende der Böttcherstraße befindet sich... Und am Ende der Böttcherstraße befindet sich das Haus des Glockenspiels, die jetzt gleich loslegen in 3 Minuten. Oh. Nämlich, da wird immer zur vollen Stunde wird da das Glockenspiel gespielt mit 30 Glocken aus Meißner Porzellan. Ich liebe ja so Altstädte, so Charakter von Altstadt liebe ich total. Und jetzt gleich das Glockenspiel. Oh ja, da vorne. Guck mal, ist auch da schon... ist jetzt hier die Seifenwerkstatt. Ja. Und da die Bremer Bonbon. Jetzt hören wir schon das Glockenspiel. Und extra für dich, Micha, bin ich mit dir hergegangen wegen der ständigen Vertretung. Rheinland-Bremen mit Gaffelkölsch. Was willst du mehr? Ach, du alte Rheinländerin, du kannst es nicht. Nein. Also ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen verwirrt, weil... ich kenne halt Paula Modersen Becker und hier steht aber Paula Becker Modersen, deswegen habe ich eben so ein bisschen gezögert, ja. Und hier unten steht es nochmal, was ich schon sagte, Böttcherstraße wurde 1926 von Ludwig Roselius erbaut. Ja. Hier sieht man noch den ehemaligen Flussverlauf um 1607 von der Balge. Die Balge ist hier entlang gelaufen und man konnte mit dem Schiff bis zum Marktplatz fahren. Da drüben siehst du schon das Rathaus. Da geh mal hin. Hm?
Also, hier befinden wir uns an einem ganz wunderbaren, speziellen Ort, den ich sehr liebe. Ihr werdet auch gleich wissen, warum. Hier ist nämlich die Stadtwaage, die 1587 erbaut wurde. Mittlerweile, also Stadtwaage müsst ihr euch so vorstellen, früher mussten die Kaufleute hier mit ihren Wagen damals waren sie ja noch mit ihren Wagen unterwegs, hier vorfahren. Hier wurde die Ware erstmal gewogen, bevor sie dann weiter auf den Marktplatz durften, um ihre Sachen anzubieten. Jetzt befindet sich in der Stadtwaage ein ganz wunderbarer Shop, und zwar der Made in Bremen Shop. Und wie der Name schon sagt, Made in Bremen, hier werden Produkte verkauft, die in Bremen und umzu sagt man so gerne hier, das heißt bei uns zu Hause um die Ecke, ja, produziert werden, beziehungsweise wo die Ideen halt entstanden sind in Bremen. Und der eine oder andere weiß ja, dass Frau Schaffrath auch eine Idee hatte, und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ah, dann gehen wir mal los. Ja. Dann müssen wir jetzt den Schnutenpulli wieder anziehen. Ach ja, Gott, sie anmacht. Wir sind verkleidet. So, wir sind verkleidet. Das ist Frau Schaffrath inkognito. Ja, genau. Also herzlich willkommen im Made in Bremen Shop. Ihr werdet es lieben, weil hier sind so viele tolle Produkte über Textilien. Hier Lapskaus. Lapskaus-Socken sind das. So, da ist kein Lapskaus drin, sondern Lapskaus-Socken. Auch lecker. Egal. Wir essen alles heute. Wir essen alles. wie lecker. Ja. Da fängt man ja an, an den Füßen zu knabbern. Oh. Nein, also hier gibt es tolle, wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Wie in Bremen. Genau, nicht lang schnacken, gucken, nacken, die in Bremen produziert werden. Knipp zum Beispiel ist ein bremisches Gericht, welches ich auch erst hier kennengelernt habe. Das ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr herzhaft. Es ist so eine Art Grützfleisch, was sehr scharf angebraten wird, damit man danach eine schöne braune Kruste hat. Das isst man, das wird dir schmecken. Das isst man mit. Mit Gurken und Bratkartoffeln. Ja, toll, alles klar. Ja, ja, und da essen jene, wo es einfach vor mir ist. Schon überzeugt. Guck mal, das sind die Babbeler, das sind Bremer Babbeler, das sind so Zuckerstangen. Auch so sozusagen ein Traditionssüßessen. Mit Pfefferminzgeschmack, genau. Kohl mit Pinkel ist klar, ne? Also essen können wir hier, ne? Das muss man schon sagen. Und dann wollen wir doch mal zu einem ganz speziellen Regal weiterlaufen. Wo? Tada! Frau Schaffraths Eierlikör und ihr Wein steht. Die Vanilleeierei. Ja, okay, die Ähnlichkeit ist, jetzt müsstest du auf dem Etikett allerdings auch mit Maske drauf sein, damit man es vergleichen kann. Entschuldigung. Kein Problem, ich habe gerade eine Flasche von einem Eierlikör erworben für einen schwulen Freund in Berlin, und ich glaube, der würde sich super freuen, wenn jetzt noch sein Name darauf kommt. Der heißt lustig. Thomas, wenn das noch möglich Thomas. Wäre. Ja, klar. Super, danke. Ich weiß nur. Die Idee von dem Eierlikör basiert wirklich auf Oma Marthas Rezept. Oma Martha ist die Oma, von der wir das Haus hier in Bremen geerbt haben. Und wir haben das Rezept in der Tat auf dem Dachboden gefunden, als wir vor 2,5 Jahren das Haus ausgeräumt haben. Ansonsten würde die Geschichte jetzt den Rahmen sprengen. Aber das Schöne ist, die Geschichte steht auch hier hinten drauf. Oder ihr könnt die Geschichte auch auf meiner Shop-Seite nachlesen. Michaela-Schaffrath.shop. Da findet ihr auch diesen Wein, der liebenswert ist. Ein Wein, der von der Mosel kommt, und zwar aus Kinheim. Und dieses Weingut betreibt seit langen Jahren ein guter Freund von mir, der Markus Stein. Und Markus hatte schon immer eine Idee gehabt, einen Wein mit mir zusammen zu kreieren. Aber irgendwie habe ich mich dazu nicht so wirklich berufen gefühlt, und ich fand auch den Zeitpunkt nie besonders gut. Aber jetzt, wo ich ja sozusagen in die Spirituosenherstellung eingestiegen bin, dachte ich mir, könnte im Onlineshop ja noch ein ganz guter Wein dazu kommen. Das ist ein Rotling. Kein Rosé, nicht zu verwechseln mit einem Rosé. Ein Rotling wird aus weißen und roten Trauben gleichzeitig hergestellt.
ist ein sehr feinherber Wein, hat ein ganz wundervolles Bouquet nach Waldbeeren und mit einer leichten Säure, aber wirklich einer wunderbaren leichten Säure, lässt sich gut trinken. Und den haben wir liebenswert genannt, weil Herr Stein mich so liebenswert findet. Das, was ihr da gerade seht und hört, das ist der St. Petri-Dom. Wir befinden uns hier mitten auf dem Marktplatz, also in der Mitte sozusagen. Wie gesagt, das ist der wunderschöne St. Petri-Dom von Bremen. Und wenn man dann ein bisschen weiter rumschwenkt, dann kommt das sagenumwobene und wunderschöne Rathaus Bremens, was wirklich architektonisch für mich eins der schönsten, wirklich schönsten Rathäuser auf der Welt ist. Und davor thront der eiserne Roland. Oder eisern ist er ja nicht, er ist ja eigentlich steinern. Ja, aber Roland, der unbewegliche Roland. Der natürlich das Wahrzeichen auch Bremens ist. Und das Tolle daran ist zum Beispiel, diese beiden, also der Roland und das Rathaus, sind Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut worden. Und seit 2004 gehören Roland und das Rathaus zum Weltkulturerbe. Jetzt geht's hier weiter. Und wann steht deine Statue neben dem Roland? Ja, das wird nicht funktionieren. Die steinerne Michi? Nein. Die steinerne Michi. Nee, ich glaube nicht. Mit einer Flasche Eierlikör in der Hand. Super Idee. Wenn wir uns noch mal weiter umdrehen, dann siehst du auch diese ganz, ganz tollen alten Häuser. Hier mit Becks am Graben. Da hinten ist meine Sparkasse. Und das phänomenale Gebäude, das ist der Schütting. Und zwar gehört der Schütting der Handelskammer, oder da ist jetzt die Handelskammer drin. Und früher war das das Gilde- und Kosthaus der Kaufleute. Und heute, wie gesagt, befindet sich darin die Handelskammer. So. Du hast Durst? Dann ist die Linde. Ich habe Durst? Hier. Ich stehe hier vorm Ratskeller. Der Bremer Ratskeller dient jetzt nicht dazu, um einen Durst zu löschen, sondern um gemütlich einen wunderbaren Wein zu trinken. Also der Bremer Ratskeller ist seit 1405 traditionell. Den gibt es seit 1405 und ist eigentlich das traditionelle Restaurant hier in Bremen. Hier gibt es ausgelesene, exzellente Weine und ein hervorragendes Essen. So, wir wollen die Stadtmusikanten nachbauen. Ja, wir wollen die Stadtmusikanten nachbauen, aber uns fehlt leider also der Hahn. Nee, eigentlich fehlt uns der Esel. Der Esel. Du bist echt zu nett zu mir. Das die Leute patschen das falsch an. Mhm. Flüstern jeder, der die Vorderhufe des Esels mit einer Hand anfasst, der wird schon als Bremen-Laie enttappt. Ach du Gott. Ja. Okay. Weil du musst, das heißt, du musst beide Vorderhufe, also es wird gesagt, man soll beide Vorderfüße, Hufe. Ja. Sonst gibt es Pech, oder? Ja, sonst gibt es auf jeden Fall kein Glück. Also wenn du beide gleichzeitig berührst, dann soll das Glück bringen. Aber wie gesagt, eine Hufe anfasst oder ein Bein, der ist fehl am Platze. Das ist ein Bremen-Laie. Alles klar. Das ist eine Bronzestatue, die in den 50er Jahren entstanden ist. Mhm. Von Gerhard Mack wurde die entworfen. Ja, und das ist natürlich das Denkmal von Bremen. Also wenn man über Bremen spricht, dann bringen das natürlich die Leute immer mit den Bremer Stadtmusikanten zusammen, mit dem doch sehr, sehr schönen Märchen der Gebrüder Grimm. Dann, wenn man nur eine Hufe anfasst, da reicht der eine Esel dem anderen die Hand. Das geht nicht. So. Ich habe übrigens gerade eben, wo ich einen Status machen wollte, bei Instagram habe ich gesehen, dass das hier das Faulenviertel von Bremen ist. Ja,
ja, das Faulenviertel. Es gibt zum Beispiel in der Böttcherstraße, wo wir eben waren, da gibt es auch so einen Brunnen mit, von den sieben Faulen. Ja. Oder? Gibt's, ja, genau. Ja. Aber das erklärt natürlich einiges, warum du hier einquartiert wurdest. Hier mal, ist der Ort der Stille. Ja, achso, wir laufen schon wieder. Ja, ja, natürlich ja, laufen so wir. Du, ich mache alles, du musst alles, hier wird alles aufgezeichnet. Hier an der Seite vom Dom. Oh, jetzt läuft da gerade so eine, naja, egal. Das, ich nenne das immer Ort der Stille, du wirst es gleich merken, weil wenn du jetzt da gleich reingehst, in diesen Bibelgarten, wirst du merken, ja, das ist ein ganz tolles Restaurant, Café, da kann man, also im Sommer, wenn es schön warm ist, haben die auch draußen bestuhlt. Und du kannst dann schön Cocktail trinken und diesen Blick auf diesen wundervollen Garten genießen. Mhm. Und wenn du hier gleich reingehst, ja, wirst du merken, du kriegst nichts mehr von der Großstadt mit. Hier ist es still. Das stimmt. Du hörst nichts. Ja. Und der ist ganz, ganz toll. Jetzt haben wir gerade natürlich eine Führung erwischt, deswegen möchte ich jetzt nicht so laut sprechen. Aber wie gesagt, das hier ist der Bibelgarten. Und wir befinden uns jetzt sozusagen im Innenhof. Die Glocke von Schiller? Nee, nicht ganz die Glocke von Schiller. Die Glocke ist tatsächlich das Konzerthaus hier in Bremen. Aha. Wie du siehst, Bremen ist eine Stadt, wo wirklich noch die Straßenbahn fährt, was ich super finde. Weil ich liebe Straßenbahnen. Ich liebe Straßenbahn auch. Ja. Und ganz ehrlich, ja, wir wohnen jetzt nicht so weit weg, dass wir hier mit dem Auto hinfahren, sondern wir benutzen sehr, sehr oft die Straßenbahn. Und das finde ich total toll. Also es ist wirklich, und Bremen ist echt gut vernetzt. Also hier befinden wir uns... Ich wollte gerade sagen, hier genau, die Glocke. Das ist die Glocke. Das ist das Bremer Konzerthaus. Und hier spielen sie alle. Also hier spielt, wie du da hinten siehst, Heino kommt demnächst. Mein lieber Freund Helge Schneider hat hier schon öfter gespielt. Hier werden aber auch klassische Konzerte gespielt. Hier werden Matinees abgehalten. Also hier ist immer was los. Und du spielst auch hier? Nee, hier spiele ich nicht. Aber du spielst bald bei uns in der Gegend. In Bonn. Ja, das stimmt. Und zwar im nächsten Jahr, im Januar. Ja. Ab dem, jetzt lass mich kurz überlegen, ab dem 18. Januar spielen wir wieder den Mustergarten. Ja. Das Stück kennst du ja schon, du hast das ja schon gesehen. Du mit deinem Mann zusammen, na, der Mustergatte. Das ist mein privater Mustergatte. Nein, mit Stefan Keim, der spielt wieder den Mustergatten als Heils Erhard. Und im Anschluss spielen Stefan Keim und ich direkt noch den Mönch mit der Klatsche, die Hommage an die alten Edgar Wallace-Filme. Also sind wir irgendwie vom, ich glaube vom 18. Januar bis 20. Februar sind wir in Bonn im Kontrakreistheater. Wohnst du quasi wieder in deiner alten Heimat? Ich wohne wieder in meiner alten Heimat, voll schön. Ganz genau. Ich komme immer wieder zurück. Welcome back. Welcome back. Oh, kriegst du Hunger? Ja. Ich habe langsam Hunger. Hör mal, Matthias, so Wandern macht hungrig. Wandern macht hungrig, ja, total, wirklich. Oder? Also ja. Matthias ist es jetzt nicht so wirklich, aber hier riecht es überall so lecker. Ja. Wir befinden uns jetzt hier im Schnorrviertel. Aha. Das Schnorrviertel ist das älteste Viertel Bremens. Mhm. Und Schnorr kommt von dem niederdeutschen Wort Schnur, weil sich, wie du hier siehst, diese ganzen kleinen Häuschen wie eine Schnur, also wie Perlen an einer Schnur aneinander reihen. Und deswegen heißt das hier Schnorrviertel. Es ist traumhaft. Es ist, wie gesagt, das älteste Stadtviertel. Du siehst hier viele kleine süße Cafés, Geschäfte. Hier ist wirklich noch Einzelhandel unterwegs. Ja. Es gibt hier das Bremer Geschichtenhaus. Es gibt hier das Packhaustheater, eine Komödie, also wo vorwiegend Komödien gespielt werden. Und wie gesagt, eine Menge toller Plätze, wo man lecker essen und trinken kann. Und shoppen. Und shoppen. Und shoppen.
Das ist platt. Was heißt das? Komm die andere Tür, komm rein in der anderen Tür. Also benutze die andere. An hinnerum. Hinnerum. Wir sind jetzt hier mitten im Schnurrviertel und haben gerade das Hochzeitshaus passiert. Das ist ein ganz, ganz kleines, süßes Häuschen. Also nicht, wo man heiraten kann, aber wo man sich halt einmieten kann, um sozusagen seine Hochzeitsnacht zu verbringen. Das ist sehr beliebt. Du musst also wirklich in langer Zeit voraus dort buchen. Hier ist das Bremer Geschichtenhaus. Und wie du schon siehst, die Dame ist in einem alten geschichtlichen Kostüm schon eingekleidet. Ich würde jetzt mal sagen, als und hier wird die Bremer Geschichte erzählt. Das kann ich nur jedem empfehlen, der sich für die Stadt interessiert. Es ist traumhaft hier. Also wirklich auch mit tollen Schauspielern, die in den Kostümen von den damaligen Zeiten hier dann wirklich die Geschichte erzählen. Das ist toll. Das sind die wahren Bremer Stadtmusiker. Die laufen nämlich nicht den ganzen Tag nur rum und Huckepack. Sind wir jetzt am Katzencafé. Ich würde sagen, neudeutsch ist das eigentlich so ein Hotspot. Herrlich, hier kannst du auch super essen. Hier kann man wirklich super essen. Wir gehen gerade Richtung Katzencafé. Guck dir das mal an. Ist das nicht toll? Das macht doch Lust auf mehr, oder? Es ist herrlich hier. Das ist ein Kollege von mir, Thomas Henninger von Wallersbronn. Wir spielen demnächst hier im Packhaustheater. Was ihr da drüben seht, das ist die umgedrehte Kommode. Also die wird liebevoll von den Bremern umgedrehte Kommode genannt. Da war früher das alte Wasserwerk drin. Auf der anderen Seite von der Weser seht ihr die Zentrale der deutschen Seenotrettung. Und da hat Carlos als Kind immer sein Taschengeld hingespendet. Das finde ich süß. Wir sind hier am Martini-Anleger und der befindet sich an der Schlachte. Die Schlachte ist sozusagen die Ausgehmeile von Bremen. Ein Restaurant neben dem anderen und es sieht natürlich nachts besonders schön aus, wenn das alles beleuchtet ist. Und hinter mir seht ihr die Alexander von Humboldt. Die kennen einige von euch ganz sicher. Das ist sozusagen das Becksschiff. Die Alexander von Humboldt wurde 1906 als Feuerschiff gebaut und seit 2016 liegt sie hier, tada, in Bremen. Mittlerweile kein Feuerschiff mehr, sondern wird als Hotel kann man es nutzen, also man kann dort übernachten. Du kannst es aber auch als Event-Location buchen oder einfach mal ein lecker Bier trinken. Das machen wir jetzt. Wir befinden uns jetzt an der letzten Stelle unseres heutigen Bremen-Rundganges und zwar am Theater am Goetheplatz. Was sonst? Als Theaterschauspielerin muss man natürlich zum Theater gehen und dir das auch mal zeigen. Das ist ein wunderschönes, tolles Theater, in dem sehr, sehr schöne Aufführungen laufen. Ich freue mich drauf, auch bald wieder Theater spielen zu dürfen und zwar bei euch in der Ecke in Bonn im Kontrakreistheater. Wir biegen jetzt mal rechts ab, also mein rechts, aha, dein links und gehen nämlich schön weiter ins Viertel. Da gibt es ganz viele tolle Restaurants und Bars. Das ist ein Szeneviertel, sehr angesagtes Szeneviertel, also auch zu vergleichen mit der Schanze in Hamburg. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Viele tolle kleine Geschäfte, auch wieder viele Einzelhändler, so wie im Schnurrviertel.
tolle Restaurants und eine hervorragende Tapasbar, in die wir jetzt abschwirren werden. Dann mal los. Dann mal los. Okay. Was ist das jetzt? Ich wollte jetzt auch sagen, was soll das sein? Katze? Die Katze der Hahn wäre mir lieber gewesen.